Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer ganz besonderen Folge Neuzugängen. Was ich hier eingekauft habe und worum es heute geht, das erfahrt ihr jetzt. Ja, ich habe eingekauft beim lieben Rising Time. Seinen Kanal verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung für sage und schreibe 232 Euro und ein paar zerquetschte. 50 Cent, um genau zu sein. Also 232 Euro und 50 Cent. Dieser Einkauf, der geschah nicht einfach so, sondern hat eine gewisse Relevanz bzw. eine gewisse Bewandtnis. Es war ja so, dass ich innerhalb des Formates Sammelkartencheck eine kleine Mini-Reihe gestartet habe, indem ich euch drei Videos vorgestellt habe, in dem jeweils gezeigt wurde, mit welchen billigen, mittelpreisigen und teuren Karten ihr eure Sammlung aufwerten könnt. Das sind eigentlich alle Videos gut angekommen, allerdings war das erste, das sich mit den billigen Karten beschäftigt hat, wirklich extrem am Durchschlagen und hat auch die meiste Resonanz bekommen und war wohl auch das beliebteste Video. Wahrscheinlich, weil auch viele Leute ihre Sammlung aufwerten wollen, aber vielleicht nicht das Geld haben, sich die richtig teuren Sachen zu holen oder es einfach nicht einsehen, so viel zu bezahlen. Und da wurde natürlich die Neugier geweckt. Ich habe damals 10 Karten vorgestellt. Eine war bedauerlicherweise fehl am Platz dort, wie ich dann später revidiert habe. Und habe euch so ein bisschen erzählt, ja, mit welchen Karten man da eben seine Sammlung aufwerten kann. Und jetzt wurden die Schreie laut nach einer Fortsetzung. Und nein, es soll keine Fortsetzung dieser Mini-Reihe geben. Vielleicht irgendwann nochmal eine kleine Mini-Reihe, nochmal eben dasselbe mit anderen Karten dann halt. Aber da will ich erstmal eine Menge Zeit verstreichen lassen. Aber ich habe mir was für euch überlegt. Ich habe mir 133 Karten gekauft, natürlich einige auch mehrmals. Und ja, die werde ich euch heute zeigen. Und das sind alles Karten, die maximal, also maximal 15 Euro gehen. Ich glaube, eine ist dabei, die geht über 20, aber mehr ist da nicht. Also wirklich, ich glaube, es gibt insgesamt 2 Karten, die überhaupt im zweistelligen Bereich sind. Der Rest liegt zwischen wenigen Cent und so 6, 7 Euro vielleicht. Ja, ich denke mal, das kann sich jeder leisten. Und ja, wir öffnen das Ganze mal. Aufgeschnitten habe ich es schon. Ich habe die Ware auch schon ein wenig überprüft, wenn man so möchte. Weil ja, ich weiß ja, was drin ist. Ja, etwas wenig gepolstert, sage ich mal. Muss aber auch nicht sein, weil das Ding hält wirklich saugut. Und ja, geliefert wurde das in dieser Deckbox. Vielen Dank an der Stelle für die gratis Deckbox. Und ja, das sind die guten Stücke. Und die gucken wir uns heute mal an. Und wir starten mit der ersten etwas teureren Karte. Das ist Victoria, als Erstauflage in Secret Rare. Im Allgemeinen sei gesagt, dass für all diejenigen, die ihre Sammlung mit schönen Booster-Secrets und Ultras aufwerten wollen, die GX und die 5Ds-Zeit und auch so ein bisschen die Sexel-Zeit wirklich sehr zu empfehlen ist, denn da gibt es wirklich viele underratete Ultras und Secrets und auch viele, die man so heutzutage gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Victoria zum Beispiel kennt man, glaube ich, als Common aus einem Battle-Pack, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wer hat die schon als Secret Rare auf dem Schirm? Eigentlich fast niemand. Und sie ist sogar relativ bezahlbar. Diese wunderschöne Karte, ich meine, das Artwork ist wirklich bombastisch. Kriegt man schon so um die 12 Euro in etwa. Ja, das ist wirklich, also für sowas Schönes und dann noch als Erstauflage. Unlimitiert ist sie natürlich nochmal ein Stück günstiger. Ich halte die Karte mal ein bisschen näher ran. Hier, gönnt euch dieses Artwork. Ist das nicht wunderschön? Also damit ist eine Sammlung sofort optisch aufgewertet. Das Ganze noch in eine schöne, schwarze, neutrale, schlichte Hülle oder in so eine World Championship Hülle von Yu-Gi-Oh! In so einen schönen Magnethalter, da kann man überhaupt nichts falsch machen. Und das ist auch das Ganze worth, sag ich mal. Denn die Magnethalter kosten 2 Euro, Victoria kostet ungefähr 12 First und oder das ist zumindest der Preis, für den ich sie gekauft habe. Und dementsprechend gab. Mir persönlich sind es auch die Cummins wert, aber die meisten werden so denken. Dementsprechend braucht ihr euch hier keine Gedanken machen, dass der Magnethalter teurer ist, als jetzt irgendwie hier die Karte selbst. Okay, dann haben wir XX Säbel Gardist. Das ist eine Promo aus Ancient Prophecy. Übrigens alles Nearmint, die Karten. Ist auch eine limitierte Auflage, wie gesagt, das ist eine Promo. Die ist ein bisschen off-center. X-Sabers sind sowieso generell recht schöne Karten, die sich eben relativ gut dazu eignen, die Sammlung optisch aufzuwerten.
Allerdings, inwiefern die sich jetzt quasi wehrtechnisch entwickeln werden, dazu kann ich nichts sagen. Auf jeden Fall habe ich hier noch XX selber Gardist mit dazu. Dann hier auch eine schöne Jump. Ich habe ja schon mal gesagt, Jump-Karten sind in der Regel recht billig und mit denen kann man seine Sammlung auch optimal aufwerten. Und hier haben wir jetzt Arcane Force X, The Light Ruler, also der Lichtherrscher. Wir kennen ihn ja von Sartorius aus der GX-Zeit. Sehr, sehr coole Karte. Gibt es, glaube ich, auch in Ultimate Rare aus The Light of Destruction, glaube ich. Oder war das der andere? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das war der andere. Jedenfalls sehr coole Karte. Auch mit einem mega schönen Artwork. Dann die amazonische Kettenmeisterin aus SP1. Das waren die ersten Sneak-Promos, die, glaube ich, rausgekommen sind. Kann sein, dass die Info jetzt nicht ganz stimmt, aber soweit ich weiß, sind diese ganzen SP-Karten so diese ersten Sneak-Promos, die da was rausgekommen sind. Die gibt es natürlich auch noch in ganz teuer aus dem Retro-Pack in Secret Rare, aber das ist auch eine sehr seltene Variante und eine Variante, die absolut bezahlbar ist, bewegt sich auch im niederen Cent- bis Euro-Bereich. Ein absolutes Retro-Schmuckstück. Und ja, dann weiter geht's mit Abfangwelle, ist halt eine schöne Zauberkarte hier aus The Shining Darkness. Unlimitiert an der Stelle, die legen wir jetzt mal zur Seite, ich will ja eigentlich bloß ein kleines, schönes Gesamtbild schaffen. Und dann haben wir zum Beispiel Antike Lampe, auch aus SP2 in dem Fall, auch eine Sneak-Promo, haben wir hier gleich viermal am Start. Das ist eigentlich witzigerweise eine Karte, die habe ich hier auch schon etwas öfter rumliegen, die zeige ich normalerweise nicht. Habt ihr auch wahrscheinlich noch nie auf meinem Kanal gesehen, weil die eigentlich der Ausstellung vorbehalten ist, ihr wisst ja. Viele Karten, wie beispielsweise die ganzen World Champion Karten, diese Karten, die es nur wenige Mal auf der Welt gibt, Siegel von Orichalcos zum Upper Deck und so, die zeige ich hier nicht. Einfach aus dem Grund, dass es ja noch einen Grund geben muss, zu dieser Ausstellung zu gehen. Und Antike Lampe gehörte eigentlich auch dazu, beziehungsweise diese ganze SP-Reihe. Ja, ich glaube, die einzige Karte dieser Reihe, die ihr bisher jemals gesehen habt, war dieser Seelenaustausch oder wie die heißt. Ja gut, aber jetzt haben wir sie halt hier, ist halt so, nehme ich sie von der Liste. Antike Lampe in Ultra Rare aus SP2, spottbillig, also wirklich spottbillig. Ich glaube, keine 2 Euro gibt das Ding, das ist erstaunlich, wirklich erstaunlich. Die gibt es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, noch als Secret Rare, oder? Kann das sein? Bin jetzt gerade nicht sicher. Ha, jetzt haben wir hier ein schönes Bild, da kommen noch 2 hin. Und ja, dann aus einem sehr seltenen Pack an sich, der Zauberstein Magier Karut. Aus Starstrike Blast sogar First. Wäre auch zweimal, legen wir mal einen hier oben hin, das ist auch eine coole Karte. Und ja, das ist zum Beispiel auch eine dieser Secret Rares, die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ja, diese Karte, die ist, also als ich sie das erste Mal gesehen habe, und da war ich schon eine ganze Weile im Business, wenn man so möchte, da musste ich wirklich die Stirn runzeln. Ich kannte diese Karte nicht. Das mag vielleicht daran liegen, dass diese Sets an mir vorbeigingen, weil zu der Zeit, dass die Sets modern waren, war ich noch nicht, oder nicht mehr, sage ich mal so, in diesem ganzen Yu-Gi-Oh!-Thema drin. Aber das ist doch eine mega geile Sache, ja. Das ist eine wunderschöne Karte. Sieht sehr, ich sag mal, einprägsam aus. Natürlich Geschmackssache wird einige geben, denen die jetzt nicht so gefällt. Mir gefällt sie ganz gut und wer seine Sammlung optisch einfach aufwerten möchte und vielleicht auch werttechnisch, jetzt nicht vom finanziellen Wert, aber von der Qualität her, der kann gern zu einer solchen Karte greifen. Dann haben wir etwas Moderneres hier aus Hidden Summoners, nämlich Yoko, die anmutige Mayakashi. Das ist einfach ein Artwork, das will ich nicht missen, das ist wunderschön, habe ich das erste Mal in der Spende bekommen, japanisch Ultra Rare, glaube ich, oder Super Rare. Und diese ganzen Mayakashi sind ja sowieso extrem schöne Karten. Und ja, Yoko ist tatsächlich eine der schönsten mal aus einem moderneren Set. Also es sind nicht nur Oldschool-Sets, auch wirklich vor allen Dingen speziell die modernen Nebensets eignen sich besonders gut, um günstig an total geil designte Karten ranzukommen. Ja. Natürlich auch die Hauptsets, speziell die Super Rares aus den aktuellen Hauptsets und auch diese ganzen Entfesselt-Monster sehen mega cool aus. Aber ich würde sagen, was die Artworks angeht, da sind diese ganzen Neuerscheinungen, die eben hier in den Nebensets rauskommen, wie Battles of Legends und so weiter, die haben da wirklich einfach die Nase vorn. Und dann geht's weiter mit X-Saber oder XX-Säbel Emmas Klinge aus Ancient Prophecy in Secret Rare. Die ist vielleicht noch ein bisschen bekannter, aber hat jetzt auch nicht so den Fame wie viele andere Secret Rares aus der heutigen Zeit und aus der damaligen Zeit, wie, keine Ahnung, die Tinbox-Promo vom Rosendrachen oder so. Ist vielleicht auch eine Karte, an die man sich nicht mehr so direkt erinnert. Und wie gesagt, diese ganzen XX-Säbelkarten eignen sich immer dazu, die Sammlung optisch aufzuwerten. Diese X-Säbelkarten sehen durch die Bank eigentlich mega cool aus. Die einzige, von denen ich nicht mehr sehen kann, ist Urebellum in Super Rare, aber auch nur, weil ich den wirklich, ich glaube, ich habe den 400 Mal in der Sammlung oder so. Das ist abnormal. In Secret Rare finde ich ihn schon wieder cool, aber eine Super Rare kann ich mittlerweile einfach nicht mehr sehen. Okay, haben wir uns auch 2 Stück besorgt. Dann haben wir, ist ja Ami, aber egal, okay. Violent Delta, ja,
Die Wylum-Karten sind ja eher aus Hidden Arsenal bekannt, speziell aus Hidden Arsenal 5. Und ja, es gab allerdings auch die ein oder andere Karte in Hauptsets und das ist eine von denen aus Storm of Ragnarök, Wyland Delta. Und die ganzen Wyland-Karten sehen zwar sehr futuristisch aus, aber auch gleichzeitig sehr edel und anmutend. Und ja, ist einfach eine schöne Karte, hier an der Stelle in Ami, unlimitiert. Und ich habe hier auch speziell viel in unlimitiert eingekauft, zum einen, weil der liebe Rising Time hier nur unlimitiert hatte oder teilweise nur unlimitierte hatte. Und zum anderen, weil sich, wenn man günstig sammeln möchte, tatsächlich auch die unlimitierten Exemplare in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, einfach ihr eigenen als Firsts. Denn Firsts gehen natürlich immer noch ein Stück mehr. Weiter geht's mit dem verlorenen blauen Brecher. Da fand ich sogar ganz cool, dass hier die Karte unlimitiert ist, weil den habe ich, glaube ich, 9 oder 10 Mal in First. Und ihr wisst ja, ich will immer ein paar unlimitierte Exemplare haben. Und auch immer ein paar First. Einfach, um die Abwechslung reinzubringen, um dann eben auch auf der Ausstellung zeigen zu können. Guck mal, Leute, diese Karte gibt es immer in 2 Auflagen, egal welche Karte, abgesehen von limitierten Auflagen. Und hat einen gewissen Informationszweck. Ja, deswegen sammle ich halt auch unlimitierte Varianten. Ist auf jeden Fall auch eine relativ coole Karte. Ist das nicht die schönste Secret Rare, aber ist eine extrem schöne. Ich glaube, Generation Force, war das das? GENF? Generation Force? Könnte sein. Ich glaube, das war sogar schon hier Sechselzeit. Dann haben wir auch eine Karte, die man normalerweise so vom Thema her aus der Hidden Arsenal Reihe kennt. Verbündete der Gerechtigkeit, Zyklonenerzeuger. Aus, Duelist Revolution, glaube ich, oder so. DREV, also manchen Namen, egal. Auf jeden Fall haben wir den hier 4-mal, alle First. Ja, wer das Thema liebt, der muss diese Karte natürlich haben. Ist eine schöne Karte, nice to have. Ist jetzt nichts, was mich optisch so richtig vom Hocker fickt. Ich finde sie aber nicht hässlich, finde sie es eigentlich sehr gelungen, auch vom ganzen Farbspiel und vom ganzen Design. Aber es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, es gibt schönere Karten, die man sich hier besorgen kann. Okay, also Verbündete der Gerechtigkeit, Zyklonenerzeuger an der Stelle. Dann haben wir wieder etwas Moderneres und zwar hier aus Maximum Crisis First Ultra Polymerisationen. Secret Rare war damals, glaube ich, sogar eine, die ein bisschen teurer war. Mittlerweile geht die Karte allerdings eigentlich gar nicht mehr. Und es ist natürlich ein wunderschönes Artwork, Leute. Guckt euch das mal an. Das Artwork ist einfach bombastisch. Ist eine wunderschöne Zauberkarte. Wie sich dies preislich entwickeln wird, keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die sammeln diese ganzen Fusionen, Defusionen, brillante Fusionen und so weiter. Und da ist das natürlich auch ein absolutes Muss. Und die kann man sich auch gerne in First gönnen, denn die ist wirklich spottenbillig. Dann den Urmaterialfalken. Es gibt ja den Urmaterialdrachen und dementsprechend auch den Urmaterialfalken. Ich glaube, aus Crimson Crisis war der. Hier auch 3-mal, eine First, 2 unlimitiert. Ist jetzt auch eine relativ unbekannte Karte, eine Karte, die ich persönlich bis zu meinem Einkauf auch nicht kannte. Die ist mir persönlich sogar völlig neu gewesen. Ist aber eine ja, recht schön designte Karte, erinnert so ein bisschen an die GX-Zeit. Ist allerdings natürlich hier aus der 5Ds-Zeit und ja, kann man gerne mal mitnehmen. Ist auch eine wunderschöne Karte. Es muss nicht immer teuer sein. Weiter geht's mit einer coolen Fallenkarte. Ich weiß nicht, was heute los ist, Leute. Irgendwie stolper ich heute den ganzen Tag über meine Zunge. Ging schon auf der Arbeit los. Keine Ahnung. Überwältigen heißt die Karte und kommt aus Raging Battle. Haben wir hier 2-mal am Start und ist eine wunderschöne Fallenkarte. Zeigt einen Drachen, dem ich so nicht gegenüberstehen wollen würde. Aus wessen Perspektive auch immer das aufgenommen ist, beziehungsweise gezeichnet wurde, er tut mir sehr leid. mega cool auf jeden Fall. Vor allen Dingen das Farbspiel ist halt wirklich cool. Wir haben hier diese schönen türkisen Blautöne im Kontrast zu diesem schwarzen, ockerfarbenen Drachen. Mega cool, mega nices Design und auch in First absolut bezahlbar. Weiter geht's mit tollkühner Draufgänger hier in First aus Order of Chaos. Eine sehr, sehr schöne Synchro-Monster-Karte aus der Sechselzeit, den habe ich auch tonnenweise mittlerweile in Secret Rare. Ist allerdings auch einer der, ja gut, was heißt unbekannt? Ich habe ihn sogar teilweise in den ein oder anderen Deck-Profiles schon gesehen. Ich glaube, so unbekannt ist er gar nicht mehr, aber er ist tatsächlich kein Monster, das wirklich auf dem Schirm ist. Also es ist keine Karte, wo die Leute sagen, boah, hier, der muss jetzt unbedingt in die Sammlung. Das muss, die ist ja so legendär. Also das nicht. Also die hat jetzt keinen Kultstatus oder so, aber es ist eine wunderschöne Karte mit einem wunderschönen Farbspiel mit dem Hintergrund. Mega cool. Kann man sich gerne mal mitnehmen. Dann haben wir die teuflische Maschine Omega. Eine Karte, die schon in der Legendary Collection GX erschienen ist, in Ultra Rare und den eigentlichen Originalprint dann hier in The Duelist Genesis hatte. In Secret Rare oder als Secret Rare, da müsste auch eine First dabei sein, ja genau. Holen wir die mal vor. Auch spottbillig, geht ein paar
Pfennig, also ich glaube, kein Euro ist die gegangen, oder wenn, dann kurz über einen Euro, 1,50 vielleicht das Stück. Eine sehr coole Karte auch, die ist allerdings noch ein bisschen bekannter, allein schon aufgrund der Legendary Collection ist die noch ein bisschen fester in den Gehirnen der Leute drin, wenn man so möchte. Auch eine wirklich extrem schöne Karte, die man gerne mitnehmen kann. Auch das Ultra Rare Exemplar, wenn man möchte, aber ich persönlich empfehle die Secret Rare, denn die Secret Rare hat wirklich vom ganzen Finish und vom ganzen Feeling her wesentlich mehr als die Ultra Rare in dem Fall. Dann haben wir Shuten Doji, die ist relativ bekannt. Ist auch ein bisschen teurer gewesen. Ich glaube, 6 Euro geht hier ein unlimitiertes Exemplar. Gibt es auch aus der Legendary Collection in Ultra Rare, und auch dort geht sie, glaube ich, so 2-3 Euro. Ja, das ist jetzt halt hier aus dieser Folge keiner der günstigsten Vertreter, aber es ist dennoch eine Karte, die sich, denke ich mal, jeder leisten kann. Auch Studenten, auch Schüler mit Taschengeld. Vielleicht so mal sich einen Monat was gönnen, holt man sich die sehr coole Karte, und ich finde, die sieht halt wirklich sick aus. Ja, dieser ganze Hintergrund mit diesem richtig krank, bösartig anmutenden Affen oder was das sein soll. Also richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir den Schrottbrecher aus Storm of Ragnarok. Das ist aber nicht Nirmint. Na gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu streng. Auf jeden Fall, Schrottbrecher, auch eine unglaublich coole Karte. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus, ja. Schau ich das mal an. Das ist auch mega nice. Ich finde die Schrottkarten auch ganz cool, zumindest einige von denen. Dann haben wir Schmetterhorn, tatsächlich eine der ersten Secrets, die ich selbst gezogen habe. Damals kannte ich Card Market noch nicht, da habe ich dann bei Gwindi nachgeguckt, eine Seite, die man mittlerweile seltsamerweise nicht mehr erreicht. Und da kostete sie 40 Euro und da dachte ich mir, Wundergott, was ich gezogen habe. Ja, tatsächlich ist es so, dass die Karte im Pass entgeht. Ja, haben wir hier gleich zweimal. Schmetterhorn, auch eine sehr, sehr schöne Fallenkarte. So eine Abwandlung von Aufschlagen halt. Weiter geht's mit einer relativ bekannten Karte aus der 5D-Zeit, nämlich der antike Feendrache. Und zwar hier speziell auch in Secret Rare. Natürlich gibt es hier noch einen Ultra, sieht gut aus. Ghost, gar keine Frage, Ultimate, beeindruckend. Aber in Secret Rare finde ich ihn tatsächlich auch mit am schönsten. Habe ich tatsächlich einige Exemplare rangeholt, 5 Stück an der Zahl. Die ist halt wirklich gar nichts wert, die ist null, also so überhaupt nichts wert. Sieht aber dafür wunderschön aus. Und für alle Leute, ja, die heiligen Drachen aus 5D sammeln, ja, da ist das ja sowieso ein Muss. Also 5-mal antiker Feendrache. Dann wieder was Modernes, nämlich diese ganzen Erzunterwälder. Ich will jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, weil die einfach alle mega geil aussehen. Ich wollte mir eigentlich zuerst alle 9 besorgen. Er hat ja von jedem 9 Stück da, habe ich aber nicht gemacht, auch weil ich relativ viel von denen schon gespendet bekommen habe. Und es sind 4 Stück rausgekommen, um es mal nach der Reihe zu machen. Das ist mein Liebling, das ist mein zweiter Liebling, das ist mein dritter Liebling und der kommt an letzter Stelle, wobei der auch cool aussieht. Und auch diese Karten hier aus Fists of the Gadget sind unglaublich cool. Und diese Karten, die werden allein aufgrund der Tatsache, dass sie halt auf dem herbeigerufenen Totenkopf aufbauen, werden die Kultstatus erlangen. Früher oder später, das ist Fakt. Die werden auch im Wert irgendwann steigen, wenn die Nachfrage steigt, wenn es weniger von denen auf dem Markt gibt, wenn der Markt nicht mehr so übersättigt ist wie jetzt. Deswegen, alle, die ich finde von denen, die horte ich. Ich weiß, dass sie irgendwann in die Höhe gehen. Zwar keine 30, 40 Euro Karten, aber 2, 3 Euro irgendwann bestimmt. Aktuell sind sie das ja nicht wert. 70 Cent ist, glaube ich, der teuerste Wert. Ja. Dann haben wir den Blockmann, den habe ich mir hier gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal besorgt. Hier aus DPK, eine schöne Oldschool-Karte. Ja, muss man, glaube ich, nicht allzu viel sagen, die Karte kennt jeder. Ist wie bei den Tinbox-Promos auch ein paar Cent, kriegt man schon ein Nirmint-Exemplar. Und ist halt wirklich, also absolutes Retro-Feeling. Wer mit Yu-Gi-Oh! Aufgewachsen ist, der wird mit der Karte absolut glücklich werden. Und ja, ziert jeden Ordner, ziert jeden Toploader, jeden Magnethalter, jeden Screwdown-Holder, was auch immer ihr euch einbildet. Dann wird es wieder etwas moderner mit Bösauge der Selene aus, aus Infinity Chasers. Bösauge fand ich generell cool. Wie viel habe ich denn da? 4 Stück, okay. Bösauge finde ich generell cool vom Designer. Ich dachte ja ursprünglich, dass das eine teure Zauberkarte wird, eben weil, keine Ahnung, das so die Kernkarte irgendwie ist. Ist sie aber nicht. Die ist auch nicht Shortprint oder so. Ich habe, glaube ich, aus jedem meiner Displays 1 oder 2 Stück gezogen von der. Habe ich nicht aufgemacht. Also ich habe es schon aufgenommen, aber das Display war halt so schlecht, dass ich halt das dann nicht veröffentlicht habe am Ende. Und ja. Also auf jeden Fall eine wunderschöne Zauberkarte, wo mal wieder wirklich ein Gegenstand im Fokus steht, so wie es bei Zauber- und speziell Ausrüstungszauberkarten eben sein soll. Mega cool. Ich empfehle im Allgemeinen das Bösaugenthema. Das Bösaugenthema ist auch mega gut dafür geeignet, die Sammlung etwas aufzuwerten. Dann der Bruderschaft der Feuerfaust Kardinal, hier aus LTGY. Hat er jetzt auch den Super Rare Reprint in Fist of the Gadgets bekommen. In Secret Rare sieht er natürlich um einiges beeindruckender aus. Und diese ganzen Bruderschaft der Feuerfaust Monster sind ja in der Regel sowieso relativ cool, muss man ganz ehrlich sagen.
Dann haben wir die D-Boys aus Photon Shockwave, hier zweimal als erste Auflage. Das ist wieder so eine Karte, wo ich sagen muss, die hat einen absolut krassen Wiedererkennungswert. Sieht auch relativ oldschool aus und ich finde es eigentlich voll lässig. Also ich mag diese Karte, ich finde sie einfach cool, finde mein Arbeitskollege auch. Wir haben auf Arbeit immer so ein paar Späßchen mit den D-Boys. Aber gut, das gehört jetzt nicht an die Stelle hin. Auf jeden Fall mega coole Sache. Gefallen mir auch sehr, sehr gut. Und ich habe die mal selbst gezogen vor langer Zeit aus einem Booster und ich war so hin und weg von der Karte. Ich habe die, glaube ich, 2 Tage lang jeden Tag 5 Mal angestarrt. Das ist einfach so eine Karte, die hat, also zumindest, wenn man auch sagt, sie sieht vielleicht nicht schön aus. Es ist ja immer Geschmackssache, aber sie hat zumindest, und das kann man nicht leugnen, einen absoluten Wiedererkennungswert, der so Sachen wie den Blue Eyes und so weiter absolut gewachsen ist. Wenn man die Karte sieht, man weiß sofort, welche sie ist. Sie sticht einfach raus und das ist cool. Dann, sehr cool, die wohl krasseste, schönste, beste, tollste Karte aus Dark Saviors. Dampfier Vampire Charadian. Ja, die finde ich mega cool. Ich finde diese ganzen Vampire-Karten cool, einfach weil die halt auch mit diesem Blutmond richtig arbeiten. Das gibt einfach einen richtig schönen Kontrast und das sieht so geil aus. Also diese Karte, Leute, kauft sie euch. Was wollt ihr damit falsch machen, Leute? Was, guckt euch das Artwork an. Diese Karte ist absolut nichts wert. Absolut nicht. Sie hat ja auch noch einen Common Reprint bekommen. Der Secret Effect ist aber sehr schwach, muss ich sagen. Aber trotzdem. Aber diese Karte sieht so Bombe aus. Das ist so schön. Und für jeden, der auch so ein bisschen in dieser Metal-Gothic-Szene drin ist wie ich. Das, Alter. Alter, mega nice. Also, das ist so eine Karte, da, boah, mega. Da lebe ich für. Das ist echt cool. Dann haben wir das Donnerseepferd. Die geht tatsächlich ein paar Euro aus Abyss Rising, glaube ich. Ich glaube, 2-3 Euro kostet da das Stück. Da habe ich mir hier 2 Stück rangeholt. Gibt es natürlich auch wesentlich günstiger aus der Tinbox. Also Super Rare macht in Secret Rare allerdings tatsächlich ein bisschen mehr her. Auch wenn sie vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überladen wirkt mit dem Secret Rare. Speziell weil halt fast alle Secret Rares außer ihr Panzer halt. Aber sonst finde ich sie mega cool. Also ich finde sie auf jeden Fall schöner als die Super Rare. Dann haben wir den finsteren Requiem Xyz Drachen aus Invasion Vengeance. Haben wir hier auch 2 Mal. Ein First, ein Unlimitiert. Und bei der Karte ist es so, dass es einer der wenigen Drachen der modernen Zeit, wo ich sage, okay, Chaos Imperator Drache, du kriegst langsam Konkurrenz. Weil diese Karte sieht so schön aus. So schön. Ich meine, lass uns mal einen Blick drauf werfen. So. Schaut euch das mal an. Dieses Artwork. Allein schon erstmal dieser etwas schlichtere und auch Rebellion-typische Drachenkörper mit diesen Knochenpanzern und diesen ausladenden Flügeln, die so ausgekleidet sind wie Kirchenfenster. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Als ich die Karte das erste Mal gesehen habe, tatsächlich in Ultimate Rare aus Japan, da habe ich sie auch schon dutzende Male, ich bin zerflossen. Ich hätte dem 50 Euro für die Karte in den Arsch geschoben. Das wäre mir Wurst gewesen. Ich wollte sie haben. Und ich hatte sie auch. Und ich war auch der erste deutsche YouTuber, der sie dann auf seinem Kanal gezeigt hat. Und die Leute waren auch unglaublich beeindruckt davon, weil die haben die von der Karte bis dato auch noch nichts gehört gehabt. Zumindest einige davon nicht. Die gut informierten Spieler, die wussten natürlich schon, welche Karte das ist. Und ja, das ist wirklich eine Karte. Sie kostet wirklich wenig. Und sie macht so ein schönes Gesamtbild. Also diese Karte, Leute, wenn ihr jemand seid, der wirklich nach Optik sammelt und nicht unbedingt meint, meine Sammlung muss aber mindestens 100 Euro wert sein, kauft euch die, holt euch ein Playset, baut ihn in Ordnung, holt 2 Playsets, macht eine Doppelseite, ihr werdet nicht arm dadurch, glaubt mir, das ist absolut bezahlbar. Und da mein Daumen jetzt gespoilert hat, kommen wir auch zur teuersten Karte aus der Sendung, und zwar Gilgar aus Gladiators Assault in Secret, da ging, glaube ich, irgendwas para 20 Euro. Ja, habe ich halt für mich jetzt mitgenommen, jetzt eigentlich eher weniger für diese Folge, aber ich wollte den Gilgar haben. Ich wollte ihn einfach haben in Secret. Der ist eine coole Karte. Gab es auch, glaube ich, noch einen Billow Reprint in einer dieser Legendary Collections. Ich weiß bloß gerade nicht mehr in welcher. Vielleicht in der 4er, Joey's World. Weiß ich gerade nicht. Okay, dann kommen wir zum vorletzten Stapel. Da haben wir Goblin Fan aus TFK in Prismatic Secret. Ist natürlich eine schöne Feindkarte. Eine Promo, relativ billig. Haben wir hier auch 4 Mal am Start. Gibt es auch aus WP11, das ist hier ein bisschen teurer. Ein Super Rare, das Set kennt ihr mittlerweile, habe ich schon oft genug drüber geredet. Und ja, was will man da falsch machen? Das ist halt einfach wieder eine relativ einprägsame Karte. Das ist wieder ein Gegenstand im Fokus. Der Gegenstand bzw. die Färbung des Gegenstands steht in einem krassen Kontrast zum Background, was das Ganze nochmal unterstreicht. Und das ist einfach mega cool. Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Dann haben wir Gardo der Gier. Eine Karte, immer wenn ich sie sehe, denke ich zuerst, oh ne, schon wieder irgendwas Italienisches oder so wegen Gardo. Aber ja,
Ist auf jeden Fall eine deutsche aus Ancient Prophecy, ist sehr, sehr schön. Wer im Allgemeinen so das Design vom Port of Greed ein bisschen feiert, dem wird das sowieso gefallen. Und das erinnert mich auch ein bisschen an Dragon Ball mit diesen Bällen hier. Also, ich weiß nicht, ich finde die Karte auf jeden Fall mega nice. Dann haben wir natürlich Hatronade, ist auch so ein bisschen oldschool-mäßig angehaucht, basiert ja auf der Riesentronade. Habe ich mir dementsprechend auch Tamer mitgenommen. Und endlich, ich habe einen. Mein erster. Der himmelsblaue Heilige Phönix von Nephthys. Ja, aus Hidden Summoners. Ist nicht teuer, Leute, aber diese Karte wollte niemand vertauschen. Diese ganzen Phönixe wollte niemand vertauschen. Endlich habe ich sie und das ist wirklich Bombe, Leute. Dieses Artwork hat es einfach wahnsinnig in sich. Wir haben zum einen diesen... Das ist blaue Layout. Es ist ja ein Ritualmonster. Dann ist das Monster komplett blau. Normalerweise würde ich jetzt anfangen zu heulen, weil Konami in so einem Fall natürlich den Hintergrund auch blau macht, was absolut desaströs wäre. Das haben sie auch beim Chaos Max dran gemacht, wobei es da nicht so schlimm ist. Das sieht wirklich gut aus, vor allem in Gold Dress sieht er gut aus. Aber bei den meisten Karten machen die das so. Immer blau, 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 blau oder immer eine Farbe. Und hier haben sie es nicht gemacht. Sie haben Feuer in den Hintergrund gesetzt. So richtig schöner orange-gelb-roter Kontrast. Und dadurch wirkt dieses komplette Artwork sowas von ästhetisch und fett. Mega cool. Diese Karte gehört in jede Sammlung, Leute. In jede Sammlung. Mega schön. Und dann haben wir kolossaler Kämpfer-Angriffsmodus aus Crimson Crisis. Ne, dies ist nicht Ami, ich dachte gerade, Gott sei Dank nicht. Ja, auch eine coole Karte an der Stelle. Was soll man da großartig zu sagen? Kostet auch wenige Euro, ich glaube 1-2 Euro mehr kostet diese Karte nicht. Dann den Cactus Bouncer, eine Karte, die mittlerweile wieder etwas eher in den Köpfen der Leute angekommen ist, dank seinem Ultra Rare Reprint in BLL war das, glaube ich. Davor kannte diese Karte übrigens auch kaum jemand. Ja, also das war eine dieser eher unbekannteren Secret Rares hier aus Ancient Prophecy. Habe ich hier zweimal am Start. Dann den Kartenblocker, die ist wieder ein bisschen bekannter. Kam auch in der einen oder anderen Legendary Collection raus, hier auch aus Ancient Prophecy. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist auch eine Karte, wo man sagen kann, okay, Kultstatus hat sie nicht, aber man kann auf jeden Fall die Sammlung optisch damit aufwerten. In Secret Rare sieht sie halt einfach extrem schön aus. Und auch hier habe ich mir 4 Stück von besorgt, in dem Fall jetzt unlimitiert, also eigentlich hätte ich mir eher First besorgen wollen, weil ich habe erst 3 Stück in First von der und ich glaube 9 oder 10 Stück hier in unlimitierter Variante, aber er hatte halt keine First, dementsprechend musste ich hier an der Stelle eben die unlimitierten nehmen. Dann haben wir den Cosmo Dunkelplanet aus Shining Victories. Wer dieses ganze Cosmo-Thema feiert, auch mega cool, geht auch nicht unbedingt viel. Und es ist immerhin besser, sich die Karte so zu kaufen, als das absolut überteuerte Display. In der Hoffnung, eins der Displays zu bekommen, in jedem Pack eine Ultra war. Und ja, mega cool. Empfehle ich auch jedem, der auf dieses ganze Thema steht. Dann aus einem recht neuen Set, Rising Rampage, Kappmuschel. Eine der Secrets, die man nicht ziehen will. Sieht aber mega cool aus, auch relativ einzigartig im Design. Kann man, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Ich finde es halt cool, das ist eine meiner Lieblings-Secrets aus Rising Rampage. Und ja, den hat auch zweimal besorgt. Dann aus Raging Tempest, der kraftvolle Virus. Halt eine neue Viruskarte damals gewesen. Ging auch den ein oder anderen Euro, gab dann den ein oder anderen Reprint. Ich glaube einmal in Ultra Rare und dann nochmal in Mega Pack. Und ja, mittlerweile auch nichts mehr wert, aber ziert auch den ein oder anderen Ordner recht schön. Ich finde, das Design ist gut gelungen und kann man auch mal mitnehmen. Habe ich mir auch zwei besorgt. Dann nochmal eine Karte aus Gladiators aus Saul, die heißt Kreischen. Unglaublich cool die Karte, so richtig strange, so wie ich es gerne habe. Und kostet absolut gar nichts. Also die kostet, glaube ich, nicht mal 2 oder 3 Euro. Die ist wirklich sportbillig. Schade, dass er nur ein Exemplar da hatte. Ich hätte mir gerne mehr von der rangeholt. Und ich habe die, glaube ich, auch erst 4 oder 5 Mal. So oft habe ich die tatsächlich gar nicht. Also 4, 5 Mal maximal. Öfter habe ich die nicht. Dann Kristallungeheuer Saphir Pegasus aus der Collection Tin 2004. Auch eine Karte, die wunderschön aussieht. Einer der bekanntesten und beliebtesten Kristallungeheuer. Dann gibt es natürlich noch den Topaz-Tiger in Ultimate Rare. Der ist relativ teuer und beliebt, aber abgesehen davon ist das tatsächlich, und natürlich vom Regenbogendrachen, die beliebteste Kristallungeheuerkarte überhaupt. Dann haben wir den Bonefire Colossus aus, war es Cosmo Blazer? Ich weiß nicht. Wer übrigens verzweifelt das Monster auf dem Bild sucht, das ist dieser Feuermensch da hinten, den man übrigens ganz schlecht erkennt. Und obwohl man das Monster, um das es eigentlich geht, wirklich gar nicht erkennt, weil das auch mit Secret Rare total überladen ist, und der eigentliche Hintergrund, nämlich die Gebäude, hier eher kammen gehalten sind und dementsprechend dadurch in den Fokus gerückt wird. Irgendwie gefällt mir das Ganze aber trotzdem. Also ich mag die Karte dennoch ganz, ganz gerne. Hier nochmal auf Deutsch, Leuchtfeuer Kolossus. Dann haben wir aus Court of the Duelist Lumina, zwielichtverpflichtete Schamanin, zweimal als erste Auflage.
Ist natürlich an die Lichtverpflichteten angelehnt und wie wir natürlich wissen, sind die Lichtverpflichteten ohnehin relativ ikonisch, was ihre Artworks angeht und dementsprechend sind die dunklen Versionen davon noch eine Runde cooler. Und ja, Lumina ist auch eine Secret, die halt wirklich gar nichts geht. Also die geht, glaube ich, im niedrigen zweistelligen Cent-Bereich. Dann haben wir aus Crossroad of Chaos Maschinenlord Ur in Secret Rare. Das ist eine Karte, also ich persönlich kenne sie schon länger. Ich habe auch schon ein, zwei Displays Crossroad of Chaos aufgemacht und habe die immer gezogen. Dementsprechend auch nice to have. Ist jetzt keine Karte, nach der sich jeder die Finger lecken sollte, aber sie sieht ganz gut aus und ich finde sie ist nice to have. Also wenn man sie mal irgendwo findet, warum nicht? Nehmt sie mit, 1 Euro, 1,50 Euro, 70 Cent, irgendwie sowas in der Richtung ist sie wert und kann man mal mitnehmen. Kann man mal mitnehmen. Und dann haben wir noch hier mit Tricks zum Triumph aus Galactic Overlord. Auch hier habe ich mir jetzt bewusst eine unlimitierte Variante genommen. Denn die habe ich, keine Ahnung, wie oft habe ich die 20 Mal und davon ungefähr 12, 13 Mal First. Also ich brauche von der jetzt auch eher wieder die unlimitierten als die limitierten. Und last but not least, der kleine letzte Stapel. Hier haben wir nochmal eine Neftis-Karte, nämlich Neftis, die heilige Bewahrerin. Da habe ich mir gleich mehrere geholt. Da hat der tatsächlich mehrere da. Das war eben hier jetzt das Link-Monster zu denen. Sieht halt an der Stelle auch mega cool aus. Ja, das Artwork ist halt wieder bombastisch, super gelungen. Und auch ein Muss in absolut jeder Sammlung, die Wert darauf legt, einfach optisch zu überzeugen. Was bringt euch eine Sammlung, die so viel wert ist, wenn sie einfach langweilig aussieht? Und so cool die alten Karten sein mögen, das will ich Ihnen gar nicht absprechen. Und das sage ich jetzt aus Erfahrung, weil ich jeden Tag mit diesen alten Karten arbeite. Irgendwann sieht man sich daran ab. Leute, ich kann keine Exodia mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Und ich habe noch so viele Exodias hier, wo ich wirklich mit arbeiten muss. Ich habe noch so viele DDS-Exodia, so viele Blue Eyes, so viel alten Kram, der noch in diese Magnethalter muss. Ich bin dabei momentan nur wirklich, also fast nur Oldschool-Karten in diese Magnethalter zu kloppen, weil ich sie einfach nicht mehr sehen kann. Diese modernen Karten bringen mittlerweile, muss ich sagen, einfach einen relativ frischen Wind rein. Das sehe natürlich ich so. Viele, die Karten aufgrund dieses Retro-Feeling sammeln und sie nicht jeden Tag anglotzen müssen, einfach weil sie auch vorankommen müssen, die werden das jetzt natürlich weniger verstehen. Aber glaubt mir, wenn ihr mein Projekt hättet und müsstet daran so arbeiten wie ich, ihr könntet es irgendwann nicht mehr sehen. Deswegen bin ich um sowas natürlich relativ froh. Dann haben wir den Nova-Beschwörer aus Storm of Neos. Unlimitiert Secret Rare, auch eine Karte, die wirklich, wirklich cool ist. Man sieht den Secret Rare-Effekt hier jetzt gerade auch ganz, ganz schlecht. Aber es ist eine absolut kaufenswerte Karte. Wenn ihr die irgendwo seht, geht auch fast gar nichts. Gibt es auch in Ultra Rare aus DLG, glaube ich. Das ist nochmal so ein etwas besondereres Set. Da geht es ja auch nichts. Also die Karte kann man sich aus jedem Set gönnen. Ich glaube, es gibt kein einziges, in dem sie was geht. Ich glaube, das ist sogar noch das teuerste, das ist original. Dann haben wir das Pendel Paradox aus Extreme Force. Habe ich mir auch ein paar rangeholt. Einige, wie ihr sehen könnt, 3, 6, 7, 8 Stück an der Zahl. Pendel Paradox ist halt wirklich eine sehr, sehr schöne Karte. Wirklich ein unglaublich cooles Artwork mit diesem Pendel, das hier in, ja, keine Ahnung, was das darstellen soll, diesen mit römischen Zahlen gespickten Strudel, wie auch immer, entlang pendelt. Das sieht einfach mega cool aus und macht optisch einiges her. Und es sieht auch wirklich magisch aus. Also es hat was. Es gibt wieder so ein bisschen das Feeling, das mir wirklich bei vielen, vielen Zauberkarten mittlerweile fehlt. Und dann haben wir den Photon-Rausschmeißer. Leider Gottes wieder ein Ami. Aber gut, die Amis behalte ich auch wegen der Ausstellung. Man muss das natürlich auch zeigen. Aus Galactic Overlord First Edition auch nicht besonders teuer. Ja. Wirklich auch nicht besonders teuer, aber tatsächlich einer der coolsten Photonkarten überhaupt. Ich finde halt auch dieser dunkle Background mit diesen roten Panzerelementen finde ich halt einfach mega cool. Ja, es sieht einfach toll aus. Und auch den kann man sich gerne mal gönnen. Dann den Barrel Dragon. Hier wird es wieder oldschool aus Master Collection 1. Geht auch wenige Euro, fast überhaupt nichts. Also wenn ihr euch zum Beispiel die teure Erstauflage des Original nicht leisten könnt, der ja im hohen zweistelligen Bereich liegt, dann greift doch zu dem Secret Rare, gefällt den meisten eh besser als Ultra Rare. Und die ist halt wirklich billig. Also da müsst ihr nicht viel bezahlen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt vor über einer Woche bestellt. Ich weiß leider, oder nee, vor über zwei Wochen habe ich bestellt. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel jetzt jede einzelne Karte gekostet hat. Aber ich weiß, dass sie wirklich günstig waren. Auch diese Karte kann man sich locker leisten. Auch als Schüler. Dann haben wir die Psy-Shock-Welle. Die habe ich auch ein bisschen öfter rangeholt. Fünfmal an der Zahl sozusagen. Das ist auch eine schöne Karte aus Extreme Victory. Ja, Extreme Victory war so dieses ganze MechLord-Set, wo die halt auch sehr extrem vertreten waren. Und ja, die MechLords waren jetzt optisch nicht unbedingt das Highlight. Es gibt ein paar coole, aber ja,
Sivana ist halt nicht so der Überburner. Aber Psy-Shockwelle ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Secret Rare aus dem Set und macht einiges her, kann man sich auch mal gönnen. Dann haben wir den Schleier der Finsternis aus Gladiators Assault. Auch diese Karte geht kaum was. Ein paar wenige Euro, wie gesagt. Und warum die Gold Rare holen? Warum die Super Rare Reprints holen? Kauft euch das Original. Habt ihr schön was in eurem Ordner. Die First geht natürlich ein bisschen mehr, ist ja klar. Und auch die Gold sieht gut aus, vor allen Dingen die im alten Gold. Aber sie kommt halt nicht gegen den Secret Rare an. Der Secret Rare Effekt ist übrigens sehr schön, man sieht ihn hier gerade schlecht wegen dem weichen Licht. Aber es ist halt wirklich eine ganz, ganz tolle Karte. Dann haben wir die Schatzkarte, wieder eine Promo in normalem Secret Rare sogar, genau, gar nicht Prismatic, aus DPK. Auch diese Karte kann ich euch nur ans Herz legen, habe ich mir auch gleich einige Exemplare geholt, 4 Stück an der Zahl. Ist eine der markantesten Fallenkarten des ganzen Spiels, wie ich finde. Mit dieser Schatzkarte hier sieht einfach mega cool aus. Und last but not least haben wir den Reisebus aus der Unterwelt aus Order of Chaos in Secret Rare. Auch eine Karte, die kaum was geht, aber wunderschön aussieht und darum gibt es ja ein ganzes Thema. Da gibt es ja noch die Reiseführerin und so weiter und so fort. Und wer das sammelt, für die ist das natürlich auch ein absolutes Muss. Und warum zum Reprint greifen, wenn man das Original für wenig, wenig Geld haben kann. Ja, ihr seht also, man kann sich hier eine Menge schöne Sachen gönnen für wirklich wenig Geld. Das alles, 133 Karten für 232 Euro. Und hätte ich jetzt diese einzelnen teuren Karten wie Victoria oder Gilgarth nicht dazu geholt, dann wären wir sogar über bzw. unter 200 Euro geblieben. Und ich sage ja nicht, dass jetzt diese Masse gekauft werden muss. Es geht ja hier um einzelne Stücke, die man sich vielleicht raussucht. Also es ist wirklich, wirklich bezahlbar. Es gibt wirklich schöne Alternativen und auch wirklich Sachen, die schön aussehen. Antike Lampe, Victoria, Barrel Dragon, das sind Karten, die machen optisch einfach unglaublich was her. Werten jede Sammlung optisch auf und in Zukunft vielleicht auch werttechnisch, wenn die eine oder andere Karte selten wird, was nicht vermeidbar ist. Also von den Karten, die wir hier haben, werden bestimmt einige irgendwann mal irgendwas wert sein. Ein bisschen mehr, 5 bis 10 Euro, wo ich heute vielleicht 50 Cent dafür bezahlt habe. Und ja, dementsprechend, Leute, lasst euch nicht einreden, dass eure Sammlung wertvoll sein muss. Okay, kommt vielleicht ein bisschen komisch von jemandem, dessen Sammlung weit über 200.000 Euro wert ist, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, es ist nicht wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig. Lasst euch die Laune nicht verderben von irgendwelchen Vollidioten, entschuldigt mal den Ausdruck, von irgendwelchen Vollidioten, die euch erzählen wollen, eure Sammlung wäre nicht wert, eure Sammlung wäre nicht cool, nur weil sie eben nicht mit viel Geld erstellt wurde. Oder eben nicht besonders viel wert ist. In dem Sinne, wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.